gespannt, ob er überhaupt noch irgendwie Anhänger findet. Nicht schon wieder Schnee. Jetzt müssen wir nämlich gleich wieder jemanden abstellen, der uns ein bisschen was Feuerholz macht. Durch ein schneller Toaster zu Ende. Da wartet er wahrscheinlich erst auf die Mine. Das ist auch fertig. Pfirsiche können wir drauf anbauen. Fehlt uns aber jetzt auch Farmer zu. Ja, war ja momentan sowieso ein bisschen Personalmangel. Einen Bauarbeiter können wir vielleicht noch soeben entbehren. Pflanzt du jetzt im Winter da Bäumchen drauf an, was hast du vor? Nein, du holst nur irgendwas. Es friert aber auch nicht zu im Winter, das ist auch gut. Jetzt müssten sie alle Eisangeln machen hier.
kein Händler weit und breit. Bring doch mal ein paar Hühner oder Kühe oder sowas vorbei, bitte. Da müssen wir jetzt noch einen Minenarbeiter oder sowas hier einstellen, ne? Unsere Pfirsichbäumchen fangen ein bisschen was an zu wachsen. Die stehen auch fröhlich einfach hier am Ufer. Tja, wann kommt denn da mal einer? Handelt mit uns. Also, aber ich muss noch schnell eben ein Häuschen dahin setzen. Jetzt will ich hier rücken. Können wir da vorne eine schöne Straße drum bauen.
wieso. Nehmen wir einfach mal unsere Mine in Betrieb. Bin mal gespannt, wie viel da so drin steckt in so einer Mine. Noch ist es zwar zu 100% voll, aber. Ich fürchte fast, dass wir irgendwann halt diese leeren Dinger da rumstehen haben. Das Feld wieder schön bearbeitet hier. Damit alle noch die ganzen Steine hier hinten. Ja, stimmt. Häusern habt ihr wirklich nicht, ja? Hier mal ein bisschen mehr Platz, dass unser Förster wieder ein bisschen was machen kann. Immer noch kein Händler da, Mensch. Muss ich da wirklich erst mehr Zeug einpacken, damit ich die anlocken kann oder was? Die Felder wächst auch noch nicht wirklich weit. Warten wir einfach mal ab.